Moin moin, liebe Supersuchtis, hier ist der Flop hier und heute beschäftigen wir uns mal mit der Medal of Honor Beta. Das ist ja ein First Look auf der Xbox, sonst woanders gibt es sie ja nicht, die gibt es ja nur auf der Xbox. Viele mögen das nicht so, aber egal, wir zeigen es auf jeden Fall, damit auch alle, die nur einen PC haben oder eine PS3, sich ein bisschen einen Eindruck von dem Spiel machen können, was ja demnächst rauskommt. Das ist ja nur mein erstes Gameplay, wirklich mein First Time, First Look, als ich das Spiel angemacht habe. Ab Montag gibt es dann täglichen Gameplay zu der Beta. Wir werden wirklich ganz genau uns alles angucken. Versuchen ein paar Klassen freizuschalten und ein paar Eindrücke sammeln über die Woche hinweg, bis dann Medal of Honor richtig rauskommt. So, im Menü, ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hat überhaupt nichts mehr mit dem Medal of Honor Menü zu tun, was wir von der letzten Version kennen. Auch nicht wirklich viel von der Battlefield 3 Menüführung. Es hat mich jetzt gerade spontan so ein bisschen, und das sehen wir auch gleich am Gameplay, an einen Free-to-Play erinnert. Ja, es war so ein bisschen aus wie, ja, ich will jetzt nicht sagen billig, ne, aber es geht in die Richtung. Also so ein bisschen wie War Inc. und Co. Auch wenn ich das nie wirklich gespielt habe, ich habe es mir angeguckt. Jetzt muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, was hier Grafik und so weiter angeht, denn es ist immerhin eine Konsole, es ist die Xbox. Wird jetzt also nicht Nonplusultra hier sein. Und es ist ja, wie gesagt, immer noch die Beta. So, jetzt sind wir hier. Die meisten Controls, die kennt man, wenn man Battlefield spielt. Was ich allerdings erst später rausgefunden habe, ist, dass man zum Hinlegen... Zum Hinlegen und zum sich ducken, also hinknien, B benutzt und nicht wie bei Battlefield. Ja. Gerade eben der Schuss da war meiner Meinung nach ein bisschen Aim Assist mit dabei. Hier hat man die Pistole. Ihr wisst ja, Warfighter ist, handelt ja um die Spezialeinheiten der ganzen Länder. Und das ist hier, glaube ich, einer... Der war markiert. Also das hat jetzt hier, glaube ich, nichts mit Wallhack zu tun, auch wenn es natürlich gerade so ein bisschen an die Gerüchte erinnert von Black Ops 2. Da gibt es ja auch so ein Wallhack-Feature. Aber ich sagen wollte, es gibt ja diese Spezialeinheiten von den ganzen Ländern und das sind am Ende die Klassen, die man wählt. So wie ich das jetzt sehe, wir spielen hier gerade mit der deutschen Spezialeinheit. Und hier gibt es halt all diese Länder vertreten und das macht die Sache natürlich auch sehr interessant. Jeder kann das nehmen, was er möchte, was er national ist oder natürlich, was er cool findet. Ne? Wie zum Beispiel die Englischen, die sind ja sehr hart, oder die amerikanischen Navy Seals natürlich. Von den Deutschen hört man jetzt, also ich persönlich jetzt nicht so viel, aber die sollen natürlich auch nicht schlecht sein. Deswegen hier die hübschen deutschen Fahnen auf den Handschuhen. Hat so ein bisschen was... Ja, patriotisches, wenn man mal sagen möchte. Also ich, ansonsten muss ich sagen, vom ersten Spiel her läuft es flüssig. Ich war, wie gesagt, hier noch ein bisschen irritiert, was natürlich die Map angeht. Die gesamte so Ansicht und natürlich die Tasten. War mir noch nicht ganz klar, was ist. Da kommt man ein bisschen rein, aber es ist extrem flüssig und spielt sich eigentlich sehr gut. Im Gegensatz, ich vergleiche es jetzt einfach mal mit der letzten Medal of Honor Version, die mir so gar nicht gefallen hat im Multiplayer. Wir sehen es bestimmt gerne mal, wenn ich irgendwann wieder sterbe. Hier, Granate ist übrigens auch auf der anderen Seite. Nicht auf Select, sondern auf... Oh, keine Ahnung, wo ich das immer habe. Oh. Hier zum Beispiel, was ich meinte, wenn man stirbt... Ja, beim alten Medal of Honor, also bei der Vorgängerversion, da war immer dieses ja, da ist man richtig zusammengeschreckt, weil das hat auch ein bisschen geleckt. Hier haben sie es jetzt ein bisschen eleganter gelöst. Man hat zwar immer noch diesen Sound, aber man hat halt durch diese Slow Motion so ein bisschen mehr ja, Feingefühl, will ich jetzt mal sagen. So, wir können noch nicht wirklich irgendwas anderes auswählen. Das Spawning-System funktioniert so, man kann bei seinem Buddy spawnen oder halt am Einsatzort. Hier teste ich mal gerade so ein bisschen die Frostbite Engine, die ja angeblich erweitert worden sein soll. Also es ist zwar immer noch Frostbite 2, aber es soll wohl ein bisschen ausgereizter sein. Hier haben wir jetzt nicht wirklich was von Destruction gesehen. Vielleicht ist es aber auch hauptsächlich auf den Singleplayer
gerichtet gewesen, diese Aussage. So, jetzt flanken wir hier mal ein bisschen um. Ja. Also es sieht eigentlich alles sehr hübsch aus. Ich habe jetzt wirklich nur kurz gespielt, damit wir das Gameplay hier mal ganz schnell oben haben. Damit ihr seht, dass wir immer noch leben. So in den Arsch geschossen. Also ich finde auch, wie man jetzt hier, ich sehe das jetzt erst so im Video, wenn man angeschossen wird, dieser kleine, ne, dieses Feedback, wie man so schön sagt, und das Blut so ein bisschen, sieht alles sehr nice aus. Dass die Spieler so ein bisschen umrandet sind, damit man sie besser sieht, finde ich jetzt nicht so schön. Es hat so diesen Billigeffekt, finde ich, was ich halt meinte mit Free-to-Play. Generell so das Menü gefällt mir noch nicht wirklich, das sieht alles sehr billig aus. Da gibt es vielleicht noch ein paar Änderungen, wie auch immer. Am Ende ist es ja so, das Spiel muss funktionieren und flüssig laufen und natürlich taktisch auch spielbar sein. Aber es erinnert mich ehrlich gesagt so ein bisschen, was Menü und so weiter angeht, ein bisschen an Homefront. Nur halt irgendwie mit besserer Engine, würde ich jetzt mal sagen. Homefront hat mir ja auch überhaupt nicht gefallen im Multiplayer, fand ich überhaupt nicht gut. Der Zirngiebe spielt es übrigens gerade, er hat ein Video hochgepackt, falls ihr da mal auf Zirngiebe TV gucken möchtet. Da seht ihr den Homefront, da könnt ihr es auch so ein bisschen vergleichen. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man da mal so einen kleinen Vergleich hat, weil wir haben, glaube ich, doch, wir haben Tiny Chris mal ein Gameplay gehabt, Homefront. Ja. Das war, glaube ich, mit sogar sein erstes Let's Cut bei uns. Aber der Zirngiebe, der macht das gerade aktuell, da ist es ein bisschen frischer. So, hier nochmal, wie gesagt, die Umrandungen, ich weiß halt nicht so genau. Also man sieht es natürlich besser, aber das steht halt so ein bisschen, das ist ja genauso wie bei WoW und Daisy. Das ist halt so, ja, ne, bei WoW sind die Items auch so umrandet, bei Daisy eher nicht. Das nimmt so ein bisschen den Realismus weg, finde ich. Ne, das ist ja erst recht bei Battlefield so, dass es alles so real wirkt und wie ein Film. Und das klaut so ein bisschen die Atmosphäre. Genau, wir kommen jetzt auch hier langsam zum Ende. Wie gesagt, die gesamte nächste Woche liefere ich Gameplay und ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid und kommentiert.